Einen Gleisbauzug gefunden und in dieser S-Bahn waren verletzte Personen und im Gleisbauzug war, glaube ich, maximal ein der Fahrer, also waren Personen drin. Das ist das Bild, was wir gehabt haben und wir haben dann nach unseren entsprechenden Ablaufroutinen den Einsatz bearbeitet, haben auch entsprechend nachalarmiert, wie es notwendig war. Wir haben daraus ja einen Massenunfall 2 gemacht, das ist eine bestimmte Größenordnung, bis zu 20 Verletzten.